Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Halle 77 zum Thema Tourbus Schrägstrich Campingwagen Schrägstrich was auch immer. Im letzten Video habt ihr gesehen, wie ich und die Jungs uns hauptsächlich um den Innenausbau, was die Küche betrifft und die Trennwand, gekümmert haben. Die fertige Küche. Die werden wir in diesem Video auf jeden Fall entmontieren und die kleinen Macken, sage ich jetzt mal, die Feinheiten noch ein bisschen ausbügeln, das Ganze fest montieren. Ihr seht, die Platte hier ist auch noch lose. Wie wir die ganze Elektrik hier verbauen. Daniel wird wahrscheinlich auch diese Küche noch folieren, was ihr auf jeden Fall jetzt auch noch sehen werdet. Darum werde ich mich jetzt kümmern. Wir haben ja hier oben die Gepäckablage gehabt. Ihr wisst ja, Stauraum ist immer wichtig bei einem Wohnmobil, ne? Und von daher, die werden wir auf jeden Fall auf diese Seite hier beibehalten. Und zwar hier beginnend bis zur Trennwand. Ich habe mir das Ganze hier schon mal bereitgelegt. Und zwar hier. Das sind die beiden Gepäckablagen. So, und meine Herausforderung ist, das Ganze jetzt auf die Länge, die wir brauchen, einzukürzen. Ich habe mir das Ganze hier auch schon mal markiert mit dem kleinen Strich hier. Das wird jetzt die Kunst sein, das Ganze ja so sauber wie möglich hier gerade abzusägen, damit dieser Bereich wieder in unser Wohnmobil einziehen kann. Ich schneide das ab, halte das rein und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, Glück gehabt, ne? Nicht vermessen. Es passt tatsächlich exakt hier bis zur Trennwand. Ja, wieder einige Zeit später hier in unserem wunderschönen Tourbus macht uns der Daniel jetzt hier eine Tischdecke drauf. Nein, Spaß. Nein, der Daniel, was macht der Daniel? Daniel, komm, sprich mal ein bisschen. Reste verballern. Reste verballern. Das Ding sieht aus wie aus dem gezogen. Mhm. Und da gucken wir mal, ob wir das noch retten können. Ne? Mhm. Weil so viel Folie. Also der Daniel, der foliert uns jetzt quasi hier sämtliche Oberflächen. Der Ralf hat da auch schon gute Vorarbeit geleistet, was die ganzen Kanten angeht. Denn ja, ich habe mir den Hintern schon dran aufgeschlitzt und meine Hose und Nadine auch schon. Deswegen haben wir diese Ecken jetzt alle schön abgerundet. Und du hast hier, sehe ich gerade auch schon, ist das genau. Umleimer? Ja. Ja, Umleimer schon drauf gemacht. Cool. Ja, ja, und hier drüben an der Küche auch schon, ne? Ja, warte mal. Ach ja, da sieht man's. Als nächstes ist jetzt die Tischplatte dran. Die Trennwand, die folieren wir ja auch noch. Schwarz-Metallic alles. Alles Schwarz-Metallic. Hier wird's richtig edel, Leute. So, der Patrick ist auch mal zu Besuch. Hallo. Ja, wir sind hier nämlich schon wieder ein bisschen weiter. Die Oberfläche ist foliert und auch schon fest angebracht hier. Genauso wie unser Spülbecken, Schrägstrich, wie heißt das andere? Ach ja, Kochfeld. Genauso, Gaskochfeld, so ist es. Das ist mittlerweile auch fest drin und teilweise sogar schon angeschlossen. Ich sag teilweise, weil unsere Wasserversorgung, die ist dran. Unsere Abwasserversorgung ist auch dran. Unsere Gasversorgung ist dran. Aber hier seht ihr noch zwei Kabel rumbaumeln. Das ist hier der Wasserhahn. Hier ist, hört es vielleicht klacken? Da ist ein Schalter drin, der uns später unsere Tauchpumpe im Frischwassertank aktiviert. Das ist aber noch nicht weiter angeschlossen, der ganze Käse. Die läuft ja auf 24 Volt, also eigentlich im Prinzip Bordelektronik, richtig? Oder würdest du sagen, wir haben jetzt 12 Volt Bord, ist schon 24 Volt Bordelektronik? Nein, hier am Bord vom Bus sind 24 Volt. Es sind 24 ja. Volt, ne? Das du ist die Hauptversorgung für sozusagen. Radio da vorne und für die ganze Lautsprecherei hast du wahrscheinlich irgendwo 12 Volt direkt vom Bus. Und vom alten Navi haben wir einen eigenen Umsetzer, aber prinzipiell ist 24 Volt. Genau, also habe ich es richtig gesagt. So, jetzt hier in unserem Gaskocher haben wir aber 12 Volt Anschluss. Das heißt, da unten gibt es so ein wunderschönes Ding, das nennt sich dieses Orangene hier. Das nennt sich Funkengenerator. Musste ich auch erst lernen. So, und der läuft auf 12 Volt. Ich habe jetzt das halbe Internet abgesucht und habe sowas nicht in 24 Volt gefunden, sondern höchstens auf 220 Volt. 220 Volt deswegen, gerade die Amerikaner und so, ja gut, die haben zwar 110 Volt. Manche in Deutschland kochen ja auch mit Gas zu Hause, ist zwar bei
uns in Deutschland eher selten. Bei den Amis ist das ja mehr vertreten, aber die gibt es auch auf 220 Volt. Ihr seht, ich habe da so provisorisch mal so ein Kabelchen angeschlossen, weil mich natürlich das jetzt gereizt hat, euch das mal vorzuführen, das Ganze. Also das geht hier raus an meinen 12 Volt Booster. Ich würde sagen, wir kochen uns jetzt mal was Feines hier. Also Gas unten ist dran, ist auch aufgedreht. So, wie man das so schön kennt, drücken, drehen und siehe da, schon funzt das Ganze. Muss man ein bisschen halten, sonst geht es nämlich wieder aus. So, dann die andere. Geht genauso wunderbar, sehr geil. Das funktioniert einwandfrei, das Ganze. Ob wir das Ganze dann doch noch auf 24 Volt umgerüstet bekommen, das bezweifle ich. Aber, und deswegen habe ich mir jetzt ja auch den Patrick dazu geholt, wir haben ja die Möglichkeit, eben das auf 220 Volt umzurüsten. Denn wir werden sowieso 220 Volt haben, richtig? Naja, da Marco möchte so ein Entertainment-System haben, Fernseher, Xbox oder Playstation oder irgendwie so. Da gibt es auch so Umsetzer oder so Netzteile, dass man die anders betreiben kann, aber einfacher ist es natürlich mit 230 Volt zu betreiben. Wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, werden wir da nochmal ein getrenntes Batteriesystem reinmachen, ja. Ne, mit einem Trennschalter dann ja. Auch. Und da wird das dann wahrscheinlich angeschlossen, das Ganze. Ja. Deswegen schließen wir das hier jetzt noch nicht einfach so an die Bordelektronik an, sondern das soll, sprich, ich sage jetzt mal, alles, was da hinten passiert, da wo das ganze Chaos ist, soll getrennt von allem, was hier vorne passiert in der Fahrerkabine, nenne ich es jetzt mal. Das soll getrennt sein, da unsere Küche definitiv in den hinteren Bereich fällt, soll natürlich auch die ganze Anschließerei dann auf diese Seite verlegt werden. Dazu müssen wir aber natürlich noch Kabel, Batterien und. Umsetzer, Sicherungen, genau, ja. Alles verlegen. Genauso für unsere wunderschöne Kühlbox hier drin müssen wir ja auch. Da können wir uns, das ist das Lustige, wir können uns echt entscheiden. Wir können 12 Volt, wir können 24 Volt, wir können Batterie, wir können 220 Volt. Nur Gas kann sie nicht. Das ist das Einzige, was sie nicht kann. Ja, aber ansonsten, da können wir uns frei austoben, was wir da später nehmen. Wir müssen das Ganze einfach nur auf einen Nenner bringen. Wie gesagt, hier 12 Volt, hier haben wir 24 Volt und hier haben wir weiß der Teufel was. Ich bin ziemlich überzeugt, die können theoretisch wahrscheinlich sogar 110 Volt. 100 Pro. Wahrscheinlich schon. Ja. In der Zwischenzeit haben wir auch mit Marco nochmal gesprochen. Wir waren nämlich uns ein bisschen unschlüssig, was die Oberfläche hier der Schubladen und so anbelangt. Ob wir die auffolieren sollen oder nicht. Er war vorhin kurz hier, hat sich das angeguckt mit dieser Oberfläche und meinte so, ja, das scheppert, das brauchen wir unbedingt überall. Also darf der Daniel sich jetzt nochmal ranmachen und auch diese Oberflächen hier folieren. Hier ist er schon fertig. Wie ihr seht, das spiegelt ordentlich. Das ist jetzt Metallicfolie. Wir hatten vorher Hochglanzfolie mal gedacht, aber das ist einfach zu viel des Guten. Also das ist vor allem so, also Kratzer, man wird auch hier drauf später Kratzer sehen, sieht man ja jetzt schon. Ne? Und das Ganze ist noch keine halbe Stunde alt, aber Hochglanz wäre noch 10-mal empfindlicher gewesen und deswegen haben wir uns jetzt für diese ganze Metallic-Variante entschieden. Der Tisch ist, habe ich glaube ich sogar gezeigt, der ist auch schon fertig. Ich werde jetzt mal das Chaos hier rausräumen, denn ich war in der Zwischenzeit, als der Daniel hier das foliert hat, nicht untätig und habe da noch so ein kleines, wie soll ich es nennen, Gimmick gebaut? Keine Ahnung. Das werde ich euch auf jeden Fall vorführen jetzt. Das hat nämlich hier was mit dieser Lücke zu tun. Um unsere Campingwagenzulassung zu bekommen, müssen wir ja eine Schlafmöglichkeit haben. Wir haben das Ganze ja mit dem Tisch hier schon begonnen. Den kann ich jetzt erstmal hier absenken. So. Den kann ich hier tiefer stellen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, wenn ich jetzt hier ein Polster drauflege, dass ich vielleicht wenn man sich schlank macht, vielleicht zwei oder einer so, dann wird es aber irgendwie nicht wirklich, wie soll ich sagen, vom Platz her ist es schlecht ausgenutzt. Jetzt habe ich mir überlegt, wie könnte man vielleicht, was könnte man mit dieser Lücke hier noch anfangen? Jetzt komme ich da einfach mal mit meiner Konstruktion daher. Das Ganze besteht eigentlich auch aus einem Sitzgestell und somit können wir uns jetzt ein Polster anfertigen lassen
was über die gesamte Fläche geht. Auf jeden Fall kann man hier dann richtig, richtig ordentlich liegen, mit viel Platz, auch wenn es sein muss, vielleicht sogar zu dritt. Ich würde das wahnsinnig gern noch irgendwie konstruieren, damit das auch abklapp- und verstaubar ist, denn aktuell ist dieser Fuß hier starr. Wo soll man das unterbringen? Das ist das Problem. Klar, wir haben einen riesen Kofferraum hinten drin und an den Seiten, aber es ist halt, ich sage jetzt mal, kein Raum, kein Platzsparwunder, so sagt man. Von daher muss ich mir da nochmal so irgendwas überlegen. Es erfüllt auf jeden Fall jetzt erstmal seinen Zweck. Allzu oft wird man es wahrscheinlich eh nicht brauchen, aber es ist auf jeden Fall mal für den Notfall vorhanden. Der Daniel hat übrigens noch eine geniale Idee gehabt mit dieser Abschlussleiste, die hat er noch gefunden. Die haben wir hier hinten jetzt noch befestigt. Angenommen, wir haben, ich sag jetzt mal, irgendwie einen Kugelschreiber oder irgendwas, oder ist ja egal, was es ist, und der rollt euch dann da hinten jedes Mal in die Küche rein und dann dürft ihr die ganzen Schubladen hier rausfummeln und da hinten drin dann eure Sachen suchen, die ihr verloren habt. Kugelschreiber ist ja nicht schlimm. Schau mir mal vor, da rollt eine Tomate runter. Ein Ei oder weiß der Geier was. Fängt man irgendwann mal an zu suchen, von wo der Gestank herkommt. Ne? Da hast du allerdings recht, auf jeden Fall. Nein, aber diese Abschlussleiste, die verhindert das Ganze auf jeden Fall. Was wirklich noch eine sehr gute Idee war. Der Daniel wird jetzt auf jeden Fall versuchen, die noch in der gleichen Farbe zu folieren. Oder vielleicht so einen schönen lila Ton. Oder, die Folie, genau, oder vielleicht den lila Ton, damit wir hier das Ganze ein bisschen aufgreifen können noch in unserer Küche. Ich würde sagen, wir gucken einfach und schauen, was der Daniel uns da so zaubert. Ja, wollen wir mal gucken, was der Ralf hier so treibt. Du hast die Zierleisten aufgeschoben, richtig? Damit wir diese Abstände hier nicht mehr drin haben. Genau, und dafür musste die hintere Leiste sterben. Oh. Dafür kommt dann da eine andere hin, die Daniel dann... Organerside. Nee, bekleben muss er die noch. Ah, okay. Um es euch kurz zu erklären, vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen in anderen Szenen. Hier war ja auch mal diese Gepäckablage. Und hier seht ihr noch die Abdrücke von den Füßen. Die gingen bis hier hinter und dementsprechend war diese Leiste immer nur bis hierher. Und der Ralf hat es jetzt quasi einfach nach vorne hin aufgeschoben, damit das hier ein Bild nach hinten durchgibt, weil sonst hat das echt kacke ausgesehen. Auf der anderen Seite auch schon, ne? So. Ja, andere Seite ist ja durchgängig. Ah, stimmt, da ist er ja sogar durchgängig. Das ist ja witzig. Ist das nämlich weiter vorne? Stimmt, da war der Fuß vorgeschraubt. Das ist wahrscheinlich, weil Zweiersitz, Einersitz, ne? Das nicht ja, so weit, ja, du hast recht, ja. Weil man sieht ja auch, dass da hier ist nicht so breit wie hier. Und dementsprechend haben die das dann wahrscheinlich einfach weiter vorgesetzt. Ah ja, okay. Ich bin auch mal wieder zu sehen im Busprojekt. Ich sehe das natürlich den ganzen Tag, was die Jungs, Julian und wie sie alle heißen hier machen. Und ich denke, jetzt möchte ich euch auch mal zeigen, was wir eigentlich so vorhaben damit. Wir sprechen uns abends ja immer wieder. Wir haben lange überlegt, ob das nicht drüber ist, ne? Ich finde gar nicht. Jeder, der wirklich das erste Mal in den Bus reingegangen ist, hat gesagt, boah, heftig. Komm mit. Erstmal die Sitze. Oh doch, die stehen sogar an ihrer Stelle jetzt. Ja, sind aber noch nicht fest. Ich finde, wie dieses Lila hier rüberkommt, das ist einfach nur granatengeil. Oh, ich sehe, ihr habt da hinten auch so eine Leuchtschlaufe noch hingelegt, ne? Ja. Ah, ich glaube, da werden wir den Micha mal zu Rate ziehen, was RGB-Licht und so betrifft, ne? Also, das nächste, was wir jetzt hier machen. Soll ich dir mal ein bisschen Licht machen, dass ich nicht im Dunkeln sitze? Weißt du, was wir vielleicht mal zeigen können mit dem Licht? Man hat die Metallic-Folie auf der Legria nicht so schön gesehen. Wenn wir da so mal drüber gehen, dann sieht man das bestimmt. Natürlich ist das jetzt nicht hochkratzfest. Mhm. Auch an der Seite sieht man es jetzt. Das ist natürlich nicht hochkratzfest. Aber ich finde, das gibt dem Bus jetzt so ein gewisses Flair. Und ich habe natürlich auch schon die Kommentare vom ersten Busvideo gesehen, weil viele gesagt haben, das sieht so unbequem aus. Ja. Natürlich haben wir da gespart. Natürlich hätten wir vom Sattler was machen lassen können. Aber ich sage euch jetzt ganz offen und ehrlich, wie oft werden wir diesen Bus benutzen? 3-4 Mal im Jahr vielleicht, denke ich. Und den Rest des Jahres steht der Bus in einer trockenen Garage, die wir angemietet haben, weil ich nicht möchte, dass der im Regen steht und dann noch weiter schlecht wird, weil das gammelt sich natürlich alles kaputt. Und man kann nicht, jetzt werden viele sagen, ja, fahrt doch viel öfter. Wenn wir alle Mann viel öfter wegfahren, bedeutet,
dass wir alle Mann hier nichts tun. Und dann passiert hier nichts. Es wird unser Tourbus sein, keine Frage. Aber wir können damit nicht 6, 7, 9, 10, 11 Mal im Jahr irgendwo hinfahren. Und für uns ist das einfach just for fun. Ich habe auch schon oft die Geschichte gelesen, Mensch, ihr hättet den Bus als 20 Sitzer oder 21 Sitzer lassen sollen und hättet einen Shuttle-Service vom Bahnhof oder weiß der Teufel abbiegen können. Erst hat hier keiner Führerschein. Zweitens, wir sind hier in Dortmund und ich sage euch, hier fährt so viel US-Bahn-Bus, dass man sowas nicht bräuchte. Da wäre das hier eine reine Umweltverschmutzung, dieses Auto durch Dortmunder Stadt fahren lassen. Und ich sage euch, was Bequemlichkeit betrifft. Sven, sitzt du gerade gut? Ja, ich sitze gut hier. Und ich freue mich, ich drehe dir jetzt mal die Kamera und ich gucke mal ISO. Da Licht, oh, das geht. Wenn ich jetzt da überlege, wo der Sven sitzt. Über dir werden wir den Fernseher anbringen, richtig? Dann brauchen wir Internet. Dann brauchen wir Lautsprecher. Ich habe schon was vom 5.1-System für Rechner gehört. Mhm. Und all diese Sachen werden wir uns jetzt in diesem Video mit beschäftigen. Und wir sind noch nicht ganz sicher, wie wir das machen mit dem vorderen Fernseher. Wenn dieses Fahrzeug stabil Internet hat, könnten wir ja quasi YouTube-Videos während der Fahrt schauen für die Zuschauer, abgesehen für den Fahrer. Wir sind uns noch nicht sicher, wo wir den Fernseher quasi dann hinmachen, dass er nicht im Weg hängt. Aber ansonsten, ich glaube, hier werden wir so ein bisschen was mit Licht machen. Aber ich finde, wie das jetzt schon geworden ist. Und ihr dürft nicht vergessen, ja, es steckt super viel Arbeitszeit drin. Aber ich fand das auch ganz interessant. Ich bin mal gespannt, wie das zweite Video angekommen ist, wo wir dieses gedreht haben. War ja nur das erste Umbauvideo online, wo der Julian den Schrank gebaut hat. Das haben wir ja doch sehr detailliert gezeigt. Das Video ging knapp eine Stunde. Wir wollten nur zeigen, wie wir vorgegangen sind. Ich persönlich finde das jetzt für unsere Verhältnisse schon übelst geil. Allein wie das hier drin aussieht. Wenn jetzt noch Entertainment reinkommt, und ich bin mir ganz sicher, dass ihr das auch mega macht, dann noch einen Spannungsumwandler von 24 Volt auf 220 Volt, vielleicht ein zweites Batteriepackage mit Trennschalter. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Das ist schon wirklich irre. Wer kann sagen, dass er so einen geilen Tourbus hat? Und für 9 Personen zugelassen. Das ist ja das Wichtige. Und dieses hier ist ja kein Fahrbereich, sondern es ist kein Aufenthaltsbereich. Den werden wir absperren, weil dieser Bereich ist nur rein zum Aufhalten und nicht während der Fahrt geeignet. Aber schnackig lang, ich würde sagen, wir warten jetzt und wir gehen mal hoch zu Micha, fragen mal, was wir fürs Internet brauchen. Das werden wir euch jetzt mitnehmen. Der ist ja, was Real-Life-Streaming betrifft, natürlich up-to-date. Holen Fernseher. Vielleicht einen zweiten Fernseher, wenn wir eine Idee haben, oder eine Schiene, wie wir das alles machen. Und das ganze Internetzeug und den Spannungswandler werden wir schon bestellt haben. Dann sehen wir uns gleich wieder. Da ist die Einkaufsliste. Eieiei, kann ich. Da ist viel durchgestrichen. War das zu teuer oder was war das Problem? Manches haben wir gleich eliminiert und manches haben wir schon bestellt. Ah, was habt ihr denn zum Beispiel schon bestellt? Von Victron haben wir Spannungswandler bestellt, also DC-AC-Wandler, inklusive Ladeeinheit, die dabei ist, und Batterietrennrelais. Und, was dir vielleicht gefällt, Bluetooth. Oh, das heißt also, Spannungsrichter bedeutet für mich, von 24 Volt bekomme ich auf 230 Volt gleich. Genau, ja. Und der hat aber die Besonderheit dabei, dass du auch einen externen Stecker anstecken kannst. Das heißt, wenn du irgendwo 230 Volt hast, kannst dich anstecken und er ladet dann die Bordbatterie, auch erhält die Starterbatterie und betreibt dir das, was man da halt immer. Und das ist jetzt kein Billigprodukt, sondern das ist ein gutes Gerät. Das ist Upper Class. Okay, super. Ist auch nicht billig. Also wir haben es normal gekauft. Wir reden davon, so wie jeder kaufen kann, 1.100 Euro. Nur perfekt. Ist schon bestellt? Ist bestellt. Sehr gut. So, was steht noch so alles auf der Liste? Ich glinste mal drüber. Fernseher, 80 bis 85 cm Diagonale. Fernseher 19 Zoll. PS4. Was ist denn PS4? PS4. Das ist doch PlayStation, oder nicht? Ja. Vielleicht. Brauchen wir die? Sicher. Ah, ich weiß, wo ich die PlayStation bekomme. Oh. PlayStation 4, wo kriegen wir eine PlayStation 4 her? Samstag warten. Ja, genau. Ja, wusste ich schon, dass das gemeint ist. Wir waren mal auf so einer Pfandversteigerung und da waren ganz, ganz viele PlayStation 4 bei. Würde ich persönlich nicht kaufen. Oder? Warum? Weil die ohne Garantie sind. Ich glaube, ich habe sogar noch eine PlayStation 4 zu Hause. Na, dann nehmen wir die. Oder habe ich eine 3? Oh, schwarz. 2? Schwarz hier auf jeden Fall. Dann. Relativ klein. Und da kann man Fernsehen drüber gucken. Wofür brauchen wir eine PlayStation? Entertainment. Kann ich da auf DVDs gucken? Ja. Okay, dann. Und CDs anhören und. Okay, alles klar. Okay, PlayStation muss auch her. Verstehe ich. Was denn mit Internet? Wir brauchen ja auch, wenn wir mal einen Livestream machen wollen oder wenn wir generell während der Fahrt, weil wenn ich zwei Fernsehgeräte höre, wie groß ist denn das erste Fernsehgerät? Das zweite Fernsehgerät, 19 Zoll. Wo wollen wir den hinmachen? Hier vorne.
Habt ihr schon überlegt, wie wir den befestigen? Es gibt mehrere Varianten. Aber holen tun wir das schon mal. Ja. Okay. Dann überlegen wir, wo wir den bauen. Weil wir wollen das so, wie ich das verstanden habe. Ein Fernsehgerät kommt an diese Wand. Oh, ich sehe gerade, da haben wir noch einen Nachteil mit der Folie. Die spiegelt natürlich sehr, weil sie glänzend ist, ne? Ja. Da müssen wir mal gucken. Und der andere Fernseh wollen wir wohin machen? Ja. Entweder man macht es auf eine Schiene darüber oder man klappt es einfach nur da nach oben weg. Ich glaube, da nach oben weg ist Problem, weil, Julian, stell dich mal hin, du bist wahrscheinlich, bist ja auch so ein... Ich bin ein kleiner Furz. Ja. Aber lass mal den Daniel kommen. Mhm. Und wenn der Fernseher oben an der Decke hängt, klopfst du dir die Hirse an. Das, deswegen fände ich nicht so eine gute Idee. Kann man den Fernseher nicht so machen, dass wir ihn abnehmen können? Ja. Auch machbar. Aber dafür, für die Fahrt brauchen wir einen zweiten Fernseher. Für die Fahrt wäre ein zweiter Fernseher nett, ja. Der arme Fahrer, der am Fahrersitzplatz hat, der will die Arschkarte. Aber der hat sowieso die Arschkarte, weil er fahren muss. Aber wenn wir den zweiten Fernseher nutzen wollen, können wir den ja nur benutzen, A, wenn wir einen Spannungswandler haben, obwohl es gibt natürlich auch Fernsehgeräte, die auf 24 Volt laufen, oder halt auf 230. Das ist genau während der Fahrt benutzbar, dieses Spannungswandler-Geschichte? Warum nicht? Okay, aber was wollen wir darauf gucken, wenn wir kein Internet haben? DVDs? Du kannst PlayStation spielen. Ja, das fehlt mir auch noch, dass ihr hier rumschreit und ich fahre. Also stopp, du darfst den Bus ja auch fahren, wenn er ungemeldet ist. Ich darf fahren, Jan darf fahren und Nadine. Und ich. Und ich darf. Du darfst ihn nicht fahren, ne? Nee, ich du bist auf jeden Fall derjenige, der PlayStation spielt. Aber guck mal, da kommt der Jan. Der Jan ist auch nicht... Stell dich mal jetzt hin gerade, wie viel Platz aus der Decke? Daniel, stell dich mal gerade hin, doch ein höher. Das geht. Das ja, aber wenn Fernsehgerät ist, Fernseh, dann Kopf gestoßen, ne? Ja. Also wir müssen schon so, es muss Funktionalität noch drin sein. Ja, das kriegen wir hin. Was ich gerade sehe, was ist denn, wenn wir den Fernseher dahin machen, wo jetzt der Spiegel hängt? Ja, das wäre auch eine andere Option. So macht, dass der hier drunter hängt und dann so runter so klappen, wird ja gehen. Dann müssen wir aber eine super flache Geschichte finden jetzt. Ne? Ja, die möchtest du für hinten nachhaben. Genau, deswegen muss ich ein Fernsehgerät jetzt kaufen, was relativ dünn ist, vielleicht eine gute, sparsame Technik hat. Ne? Was brauchen wir noch? Und jetzt ist die Frage, wie du die Audioausstattung haben möchtest. Na, da habe ich ja schon gehört, ihr seid ja schon bei jedem Surround-System und 5.1 und Schlag mich tot und Lautsprecher. Aber da gehen wir jetzt am besten mal hoch zu Micha, weil ich will Internet hier drin haben. Und wer ist da besser als der Micha mit seinen Livestreams? Komm, wir nerven den mal. Micha, Marco. Wir brauchen Internet für einen Bus. Ja. Habe ich dir ja bereits schon erzählt. Ich habe was vorbereitet. Oh, sehr gut. Ich würde dir diesen mobilen Router empfehlen. So eine Wandhalterung kann ganz cool sein. Wenn das vom Empfang nicht passen sollte, kann man eine externe Antenne anschließen. Habe ich auch. Perfekt. Bestellst du mir das alles? Ja. Perfekt. Das heißt also, unser Plan, dass wir während der Fahrt irgendwelche YouTube-Videos gucken, könnte funktionieren, muss aber nicht, je nachdem, wie das Netz halt abgedacht ist. Ja, aber dann gucken wir halt DVDs. Ne? Weil das sollte aber stabil laufen. Dann, ne? Ja, das läuft. Blu-ray, was ist das denn? Blu-ray. Der Nachfolger der DVD. Weil die HD-Disc hat es nicht geschafft. Ob du es mir glaubst oder nicht, ich weiß nicht, was ein Blu-ray ist. Schon nie. Eine DVD. Ja, aber wenn ich doch jetzt... Aber anders ausgebaut. Fasst einfach mehr Daten. Ja, also eine CD. Ich gucke einen Film auf einer CD. So, dann sind wir da schon weiter. Das, was ich jetzt machen kann oder wir jetzt machen können, ist, wir kaufen ein Fernsehgerät. Und gleich geht's weiter mit, wenn wir das ganze Zeug verbauen, wie, was und wo überhaupt. An dieser Stelle haben Jan, Julian und Patrick versucht, einen Übergang für euch zu formulieren. Dieser mündete allerdings in so viel Blödsinn, dass wir bei Ausstrahlung eine Inhaftierung der drei wegen groben Unfugs zu befürchten hätten. Daher lautet Jans Bitte an das Mediateam. Lass es bitte nicht drin! Nein. Cut. Jan und Julian sind jetzt mit von der Partie. Ich möchte das ganz gerne, was man da... Also, du möchtest es nur einmal erklären. Elektrisch, genau. Elektrisch habe ich mir das Ganze ausgedacht, geplant und durchdacht. Durchdacht. Hast du es mit? Und jetzt geht es einfach nur darum, dass ich ein paar Leute mitnehme ins Boot, damit die Ahnung haben, was ich jetzt von ihnen will. Wir haben zwei Batterien. A 12 Volt mit 200 Amperestunden. Die schalten wir in Serie, damit wir 24 Volt bekommen. Mit 200 Amperestunden Kapazität. Wir erhöhen nicht die Kapazität auf 400 Amperestunden bei 12 Volt, sondern erhöhen die Spannung. Hat den Vorteil, weniger Strom, der durch die Leitungen fließt. Querschnitte werden geringer, billiger und leichter. Also wir bauen kein Kupferbergwerk ein. Wenn wir jetzt angehen, das Ding, das draußen liegt, das kann 2 kW. Dauerleistung, also der Wechselrichter. Das sind 2000 Watt,
bei Volllast wären das, also wenn wir jetzt ganz ein Milchmädchen rasten, das ist P ist gleich U mal I. Das heißt, bei 200 Watt haben wir bei 24 Volt an Strom von I ist gleich U, scheiße, P durch U, so, das ist gleich 2000 Watt durch 24 Volt. So, wer hat den Rechner? 83,333333333 Ampere. Genau. So, das heißt, wir haben einen maximalen Strom von 80 Ampere. Das heißt, bei 200 Ampere Stunden, bei 80 Ampere, also 200 Ampere pro Stunde, kann man sagen. Du kannst 200 Ampere pro eine Stunde lang dort rausziehen. Genau, so. So kann man es vielleicht formulieren. Ja, es ist vielleicht sogar besser formuliert. Nicht sogar vielleicht, sondern ganz sicher besser formuliert. Wir wissen heißt, zwar, was du meinst, aber ich glaube, viele kommen da nicht ganz so mit. Wenn wir jetzt eine gewisse Reserve mit einberechnet, weil man solche Akkus nie komplett entlädt, sagen wir, wir nehmen die 80 Ampere mit 2 Stunden an. Das heißt, wir haben Energie an Bord für 2 Stunden Vollbetrieb. Mhm. Sind wir bei 160. Das sind 2 kW. Das ist schon eine Menge. Das ist schon eine Menge Holz. Das ist ordentlich. Ja. Wir haben jetzt da, ich habe so überschlagsmäßig, das müssten wir jetzt einfach einmal glauben, gerechnet. Wir haben einen überschlagsmäßigen Verbrauch, wenn man jetzt Anlage und Fernseher und alles mitrechnet, von ungefähr 350 Watt. Das fällt nicht mäßig wenig. Das ist sehr wenig. Das ist, wenn wir relativ gut eingekauft haben. Inklusive PlayStation, allem drum und dran. Ja. Das ist wirklich nicht gut, dass wir keinen richtigen Kühlschrank eingebaut haben. Da kann ich dir sagen, der braucht 160 Watt. Ja, aber selbst da, wenn wir jetzt plus, wir nehmen, selbst wenn wir 500 Watt nehmen, sind wir bei einem Viertel. Das heißt, wir erhöhen die Standby-Zeit 2 Stunden mal 4, sind wir bei 8 Stunden. Das ist ordentlich, glaube ich, oder? Mhm. Ja, 200 Ampere sind natürlich schon eine Ausnahme. Nur zum Stehen, ja. Das ist schon heftig. Das Coole ist, dieser Victron-Gleichrichter hat die Möglichkeit, dass wenn du externe Steckdose hast, kannst du die Akkus laden und nebenbei die Verbraucher werden alle über die Steckdose betrieben. Kurze Zwischenfrage. Ja. Hast du so eine Batteriestandsanzeige? Gibt es doch, dass man schauen kann, wie voll die Batterie noch ist. Das hast macht du sowas? Der Vectron-Wechselrichter, wir haben extra ein Bluetooth-Modul besorgt. Du kannst eine App runterladen. Kannst du das abfragen? Ja, das ist geil. Das finde ich super. Und weil so weißt du ja sonst nie, wie viel hat noch. Kriegst Alarmmeldung, alles. Das ist geil. Was konnte der Vectron jetzt an Peakleistung? 3,6? 3,6 oder 3,5? Wenn du mal wirklich einen heißen Föhn nutzen willst, geht mit der Steckdose. Unser Wasserkocher kann 2 Stunden kochen. Kriegen wir selbst Bücher mal. Ja, weißt du so. Ja. Wenn du es ganz doof rechnest, der Wasserkocher 2000 Watt. Mhm. Also so war mal die Überlegung. Ja, das ist, denke ich mal, auf jeden Fall ausreichend. Ne? Jetzt haben wir eine Verbrauchsliste, eine Verbraucherliste. 12 Volt, 24 Volt und 230 Volt. Bei der 12 Volt Liste haben wir genau einen Verbraucher, dieses Zündelement vom Kochfeld, vom Gaskochfeld. Schlachtplan ist, wir packen jetzt die Geräte mit euch gemeinsam aus und schauen mal, wo wir was reinpassen. Genau. Wir haben alles gekauft, wir haben nichts gesponsert bekommen oder sonstiges. Also wir haben alles ganz und ganz regulär bei eBay gekauft, also eBay oder sonstigen Anbietern, was auch immer. Ja. Nein, das haben wir nicht gekauft. Jetzt mein Gott. Haben wir alles gekauft, was da liegt. Packen wir mal aus. Das ist die 25er Leitung, man sieht es richtig schön. Die ist doppelt isoliert. Das ist der 3x2,5er. Das ist der Verbindungskit zwischen den vorderen und hinteren Batterien. Da haben wir jetzt unseren Victron-Wechselrichter. Das ist Julian, guck mal, das, was er so lieblos da gerade weggeschmissen hat, das ist übrigens das Bluetooth. Ja. Habe ich lieblos weggeschmissen? Oh, da haben wir noch Halter. Junge, was ist das? Hast du gerät? Eieieiei. Das allein wiegt ja schon eine Tonne. Ja. Jetzt habe ich die Frage. Also das muss dann so rin, ne? Ja. Außer also man tut es zwangsbelüften, dann geht seitwärts natürlich auch. Einen wunderschönen guten Morgen. So, was wollte ich denn jetzt überhaupt sagen? Ach ja, genau. Bevor es jetzt so richtig losgeht an unserem wunderschönen Tourbus, machen wir jetzt erstmal das, was wir am besten können. Markus, Geld ausgeben. Was haben wir denn da so? Lüftungsgitter brauchen wir auf jeden Fall noch für unsere ganz kurz. Boxen. Ganz kurz. Der Mensch, der gerade im Video zu sehen ist, ist gerade völlig verwirrt. Warum auch immer. Wir fahren auf jeden Fall nach S&E, weil wir noch für
für die Gasinstallation ein paar Rohrleitungen brauchen, als auch einen vernünftigen Schieber dazwischen. Gleichzeitig Entlüftungsöffnungen, also Gitter für die Gasgeschichte und auch für unsere Batteriegeschichte. Zusätzlich hat Patrick noch ein paar Wünsche geäußert. Genau, wie eine Anschlussdose für von außen. Wir werden mal schauen, was wir davon umsetzen können. Ich sehe schon, wir werden auf jeden Fall auf dem Rückweg mal eben auch noch im Baumarkt anhalten. Juhu! Wir gucken einfach mal, was wir bekommen, was wir nicht bekommen. Julian hat schön ausgedrückt, wir geben Markus Geld aus. Hier. Wann es dann irgendwann soweit sein sollte, das können wir jetzt so noch nicht abschätzen, denn wir kommen seit ungefähr 10 Minuten hier keinen Meter voran. Wobei man höflicherweise sagen muss, das liegt jetzt nicht unbedingt an Dortmund. Moin. Schönen guten Tag, hallo. So, ich habe da die Aufnahme mal unterbrochen gehabt. Ja, jetzt hat man gerade noch Besuch von einem netten Herrn hier. Der hat mal an der Scheibe geklopft, hat gefragt, wie weit das hier ist, also wie lange das hier noch dauert. Aber ich kann halt auch nicht in der Glaskugel gucken. Ne? Ja, auf jeden Fall, wir rollen wieder. Wir schauen jetzt erstmal, dass wir nach S&E kommen. Genau. Lüftungsgitter haben wir leider keine gekriegt. Weil die nur welche für Kühlschränke anbieten, die sie extra bestellen müssen. Müssen wir mal gucken, wo wir die herkriegen. Ansonsten haben wir dann mal so verschiedenste Sachen für unsere Gasinstallation gekauft. Eine kleine Tüte voll. Ja, ein bisschen. Adapter auf Adapter auf Adapter. Ein bisschen für 150 Euro. Willkommen im Bus. Der Ralf kümmert sich gerade um Handy, also Lademöglichkeiten für Handy, also USB-Lademöglichkeiten, die wir dann in die Bestandsleuchten integrieren wollen. Der Daniel kümmert sich um die Einbaulautsprecher. Ich habe jetzt mal alles aufgemacht, was irgendwie zum Aufmachen war. Das ist der Eingang der Klimaanlage. Da oben sieht man den Schacht, also oberhalb dieses Styropors des Weißes, ist da ein Schacht, wie man auch da hinten sehen kann, auch schon mit einem Schlauch verwendet wurde. Warte, jetzt seht ihr ihn. Julian und Jan waren ja jetzt gerade einkaufen. Die haben jetzt noch ein bisschen Zeug gekauft für Gasversorgung etc. Da Julian baut jetzt gerade die Batteriehalter und den Halter für das Victron-Gerät. Und ja, in dem Sinne geht es jetzt munter weiter. Der Jan schneidet uns gerade Lüftungsgitter für den Batterieraum rein. Oder auch nicht, er ist gerade da jetzt unterwegs. Jetzt habe ich gerade Schrauben geholt. Jetzt hat er gerade Schrauben geholt. Ja. Und ich suche mal noch immer meine Kabelwege, die wir am besten nehmen können. Und jetzt ist uns etwas aufgefallen. Oben beim Ausschnitt selber, bei der Lüftung, sieht man, dass man, wenn man oben die Abdeckung runternimmt, das zeige ich euch gleich, dass man da oben auf der Seite da noch Platz hat. Und da werden wir jetzt mit all unseren Kabeln durchgehen, damit wir so kurze Wege wie möglich haben. Das zeige ich euch noch oben, wo wir dann rauskommen. Und Daniel, es passiert jetzt gerade echt viel gleichzeitig. Opa. Wir kommen dann da oben links. Daneben kommen wir dann hoch mit unserem Kabel in dem Bereich und dann nehmen wir das einfach, gehen da hoch mit einem Kabelkanal nach oben. Da werden wir schauen, dass wir uns noch ein schönes Loch reinmachen, dass wir da reinkommen. Und die zwei können wir über die Klimaanlage miteinander verbinden, wie wir es vorher gesehen haben. Also über die zwei Kanäle, die da links und rechts daneben herlaufen. Was ich machen werde, ich werde mir jetzt Draht suchen oder irgendwie so, dass ich mir schon ein paar Drähte vorbereite, die ich durchziehe, dass wir die Kabel dann schneller ziehen können, die einzelnen Leitungen. Der Ralf hat sich in der Zwischenzeit auch gekümmert um die USB-Geschichte. Wir haben zwei DC-DC-Wandler noch bestellt, die wir oben einbauen werden, also in die beiden Schächte. Und dann kriegt jeder diese Lampen da noch einen kleinen USB-Port eingefräst, damit man auch sein Handy während der Fahrt ordentlich und gut laden kann. So geht es langsam, aber doch beständig immer voran. Und ich denke, ich sag mal Ziel Mitte nächster Woche, also Mittwoch, also jetzt, das wären dann jetzt mit heute, also ohne heute wären es dann noch 3 Tage, denke ich, sollten wir mit dem Gröbsten eigentlich durch sein. Die Sachen, die wir jetzt bestellt haben, die dauern ein bisschen länger, aber dass mal alle Hauptleitungen und so weiter verlegt sind und dass wir vielleicht schon die ersten Sachen auch an Strom hängen können etc. So, ein kleines Update aus dem Bus. Der Daniel hat seine schöne Stirnleuchte an. Wir haben vor der Trennwand haben wir uns dazu entschlossen, da oben die Zentrale zu machen. Das heißt, da oben drin liegt schon der Verstärker, noch in Verpackung. Aber da kommt dann nochmal der Audioverstärker hin, da kommt dann auch eventuell PlayStation etc. hin. Und unsere ganze HDMI-Zeugs, also unsere kleine elektrische Schaltzentrale. Der Sicherungskasten selber, habe ich mich dazu entschlossen, den dahin zu machen.
also an die Seitenwand unterm Sitz. Da stört er am allerwenigsten und hat man eigentlich den besten Zugriff drauf. Für unsere Beschallung für hinten haben wir schon 4 Löcher vorbereitet. Es hat eigentlich relativ gut funktioniert, oder? Ja. Wir haben auch schon Stromleitungen gezogen, vom Batteriekasten nach unten. Das muss dann natürlich alles irgendwo schön gemacht werden, kein Thema und keine Frage. Aber jetzt ist mal erst funktionell angesagt, damit wir Strom und alles hochbekommen. Und das Optische kümmern wir uns dann nachher. Bei den kleinen 10 cm Lautsprechern, die wir abgedatet haben auf etwas stärkere, ist mir leider später aufgefallen, dass der Originalverstärker, der im Bus verbaut ist, ein Kanal kaputt ist. Deswegen haben wir auch nur statt 6 3 Lautsprecher, die im Moment funktionieren. Da bin ich aber dran, dass ich die Endstufe wieder versuche zum Laufen zu bekommen. Also den einen Kanal zeige ich euch dann, wenn ich wirklich einen Fehler gefunden habe. Im Moment stehe ich da leider auch noch wie der Bauer, also wie eine Kuh vom frisch gestrichenen Scheunentor und weiß noch nicht wohin. Ja, es ist so. Küche, Gas, soweit wir wissen. Ja genau, ist schon die neue Metallleitung drin, da hat sich der Jan komplett ausgetobt. Also das ist jetzt wirklich edel und super schön gemacht. Da kann sich jetzt der TÜV auch nicht mehr beschweren, dass da irgendwie was gibt. Das nächste, was ich euch zeigen möchte, ups, da brauche ich die Leuchte, ist der Julian beim Zusammenkehren. Nein. Der Julian war auch schon super fleißig, hat uns einen echt geilen Batteriehalter gebaut und geschweißt. Die können definitiv nirgends wo mehr hin. Also da rückt sich und bewegt sich gar nichts mehr. Der Victron-Wechselrichter, da hat der Julian jetzt auch schon ein Gestell gebaut, den haben wir uns schon angezeichnet. Der kommt jetzt so schräg da nach oben stehend. Kommt der da jetzt rein. Auf der Seite ist noch ein Blech, wo wir die Hauptsicherungen anbringen können. Einmal 50 Ampere für die 24 Volt Versorgung für den Wechselrichter und einmal 120 Ampere für die Versorgung nach vorne zur Starterbatterie. Warum 120? Man kann über diesen Lademodul, das es da gibt, also die zwei Batterien voneinander trennen kann. Sollten die Starterbatterien leer sein, kann man über die, sagen wir, Aufbaubatterien eine kurze Starthilfe geben. Das geht über einen extra Knopf, aber dazu müssen die richtig verdrahtet sein und auch dementsprechend abgesichert. Deswegen die 120 Ampere Sicherung. Dann gehen wir weiter zum Ralf. Der hat auch schon einiges vorbereitet hier. Wie wir sehen, der Ralf hat alle Überkopfleuchten inklusive Lüftungen ausgebaut und hat sich in jeder eine dieser USB-Buchsen, die wir bestellt haben, nachgebaut. Also reingefräst. Die DC-DC-Wandler werden wir dann, wenn wir es drin haben, dann mit dem verlöten und verbinden. Genau. Das nächste. Dann sind ja noch vorne die zwei USB für den Fahrer. Ja, genau, die haben wir auch noch. Das nächste, was der Ralf in der Reißnaht oder in seinen Pfoten ist, diese geile Überkopfleuchte, die wir uns bestellt haben im Internet, die uns als LED verkauft wurden, die aber tatsächlich halogen sind. Tja, wir haben noch 3 so LED-Schwenkleuchten bestellt für den Tisch. Da sind uns 2 so Leuchten mitgeschickt worden. Und LED, keine Ahnung, warum die das gemacht haben, auf jeden Fall sind die uns mitgeschickt worden und die baut der Ralf da jetzt in die Halogenleuchte, baut er jetzt diese Treiber ein. Genau. So gut es halt geht. Okay, gut. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Sieht es nicht schlecht aus? Ja, hast du schon eine Probe? Ich muss die noch lackieren, weil durch das Bearbeiten der Lack komplett in den Arsch ist. Okay, gut. Das ist im Moment der Zwischenstand vom Bus. Wenn es nächstes Mal wieder ein Update gibt oder was Neues, dann nehme ich euch wieder mit. So, da haben wir noch den Fluxkompensator, der das Reisen durch Europa überhaupt erst möglich macht. Nein, Spaß. Das ist der Wechselrichter, der uns das Ganze hier von 24 von 24 Volt auf 220 bzw. 30 Volt umwandelt. Also, ich habe dieses wunderschöne Gestell hier geschweißt aus Winkeleisen im Prinzip und hier an die Seite haben wir noch eine Platte mit dran gemacht. Das ist jetzt bombenfest. Ihr wundert euch vielleicht, warum das schräg drin ist. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Und zwar, das Problem ist, baulich bedingt hätte das zwar hier hochkant reingepasst, aber
Wir brauchen eine gewisse Zirkulationsfreiheit für die Belüftung. Und das schreibt die Bedienungsanleitung ungefähr 10 cm pro Seite vor. So, die hätten wir aber nicht gegeben, wenn wir das Ding quasi einfach stumpf hier an die Wand gespackst hätten. Dann hätten wir hier oben noch, ja, so viel Luft, so 2 Finger breit ungefähr gehabt. Das wäre definitiv zu wenig gewesen. Quer wäre auch nicht gegangen, denn das Problem ist, ihr wisst, warme Luft steigt nach oben. So, wir haben hier aber auf der Seite hier keinerlei Lüftungsschlitze drin. Das heißt, unsere Wärme würde sich trotzdem stauen oder man müsste das Ganze halt zwangsbelüften. Wir haben uns jetzt eben für die Schräglage entschieden, denn so haben wir das alles umgangen, müssen da nichts zwangsbelüften. Das Ganze muss der verrückte Wissenschaftler da hier jetzt einfach nur noch anschließen mit seinen Hochspannungskabeln und dann hoffen wir mal, dass wir da unsere Steckdose in unserem Bus dann auch benutzen können. Nächster Tag, alle sind wieder mit von der Partie. Der Ralf macht gerade die Außensteckdose glatt, damit der Daniel die dann mit der Farbe, mit der richtigen, also mit diesem Blauton ordentlich folieren kann, weil vorher waren so Wabenstruktur drauf, oder so? Ja, so wie eine nicht lackierte Stoßstange quasi. Ja. Und da hat die Folie nicht ordentlich drauf gehalten, wir haben es ausprobiert. Deswegen, Ralf übertrifft sich wieder selber, alles glatt poliert und es glänzt so sehr, dass man sich wieder spiegeln drehen kann. Die Sachen sind jetzt fertig, oder? Die sind komplett fertig. Okay, also die warten nur noch auf ihren Einbau. Ja. Ei, wo ist er denn? Ich hoffe, man sieht das jetzt knapp über den DC-DC-Wandler. Da ist ein Stück Schweißdraht, das hat der Jan jetzt von außen durch die Rückleuchte gesteckt. Das heißt, da können wir mit unserer Rückfahrkamera mit den Spannungsversorgungskabeln durch. Ja, da kommt. Das auf meine alten Dare hier. Ja, da kommt er. So, das nächste, was wir gestern noch gemacht haben, ist alle Kabeln verlegt, soweit es uns möglich war. Also man sieht jetzt schon, bei jeder Öffnung hängt da irgendwie so ein Kabel raus. Die der Ralf braucht dann für die 5 Volt, für unsere USB-Ladestationen. Dann für die 230 Volt Verkabelung hängen da noch Kabeln raus. Da hängt der HDMI-Kabel raus für den Fernseher. Also wir sind jetzt schon um einiges weiter. Wir haben jetzt schon insgesamt 50 Meter Kabel gezogen. Ja, ein Ende ist noch nicht sicht. Ja, Lautsprecherkabel haben wir auch noch ungefähr 20 Meter verzogen. Also da geht schon ordentlich was drauf an Kabel. Wir hoffen, dass wir heute die ersten paar Tests machen können, dass ich euch dann vielleicht zeigen kann, wie ich mir was überlegt habe von Schaltung unten her und dass wir dann auch endlich anfangen können, den Bus wieder innen zu komplettieren. Der erste Toast im neuen Bus mit 230 Volt. Wir toasten! Wir fangen an zu toasten. Wir hören hier nichts. Ja, ich schon. Bei wie viel Ampere sind wir? Warte, jetzt ist der Lüfter angegangen. Ja, ist ja schon mal was. Toast ist fertig. Marco, der Toast ist fertig. Erster Akkutoast. Akkutoast. Kein Strom von außen dran, ne? Nein, alles Akkus. Und das nimmt doch schon viel Strom, ne? 1500 Watt, haben wir gerade geschaut. Sandwich Maker nimmt nur 850. Perfekt. Ohne Scheiß, das ist wirklich perfekt. Cool. Das Toast ist gut geworden, ne? Und die Batterien zieht jetzt aber nicht mal, jetzt starten kann ich trotzdem noch. Ja. Weil die Batterien ja separat sind. Ja. Die Batterien sind generell jetzt ausgeschaltet. Also da haben wir zwei Hauptstromschalter eingebaut und die sind im Moment aus. Also wir ziehen rein nur jetzt über die zwei Akkus, die wir unten stehen haben. Würdest du uns einstecken? An Strom? Ja. Mhm. Weil das finde ich jetzt auch nochmal interessant. Dann machen wir jetzt nochmal einen Toast. Also hier gibt es auch so einen Übersichtsschaltplan. Der zeigt uns jetzt Eingang 1 mit 16 Ampere. Den kann ich auch noch verstellen von dem, was er ziehen soll. Okay, jetzt hat er's. Also es hat nichts geflackert, oder? Wir sind unterbrechungsfrei jetzt quasi auf Netzbetrieb umgestiegen. Laden jetzt die Batterie. Man sieht es mit 37 Ampere, aber wohlgemerkt auf 24 Volt. Über den Eingang ziehen wir gerade 5 Ampere und der Ausgang haben wir gerade noch unsere Lampen mit 20 Watt, weil der Bildschirm hat sich jetzt auch ausgeschaltet. Wenn wir jetzt nochmal einen Toast machen. So. Man sieht es richtig schön, da ist jetzt das Plus-Vorzeichen für Laden. So. Also am Eingang ist er jetzt rübergesprungen auf 11,61 Ampere. Oh, tut sich da was? Nee. Das ist nicht die Zeit.
Der Ausgangsstrom bleibt bei 6,5 Ampere, wie wir ihn vorher auch gehabt haben. Leistung haben wir bei 1445 Watt, aber wir laden jetzt gleichzeitig von außen jetzt noch mit 37 Ampere bei 27,9 Volt nach. Das heißt, in dem Betrieb überlastet man nicht mal die Steckdose, die 16 Ampere Steckdose. Hui, Toast fertig. Wer geht zu Nadine und sagt, sie muss sich einen Toaster holen? Heiß! Heiß, heiß, heiß! Oh. Hallo. Oh mein Gott, wer soll denn essen? Und du? Nein. Boah. Bisschen zu dunkel ist er geworden. Also ich würde es, glaube ich, mit dem Messer nochmal abkratzen und würde es trotzdem essen. Herzlich willkommen zum letzten Teil des Videos. Und zwar jetzt, wo alles erledigt und fertig ist. Wir zeigen euch jetzt das fertige Ergebnis und ein paar technische Erklärungen gebe ich auch noch ab. Das ist jetzt unsere Energieversorgung, die Hauptschaltzentrale. Wir haben hier außen drauf, Vorsichtsfan, unsere externe Steckdose aus dem Camping-Signal mit 16 Ampere, die dann unseren Wechselrichter mitversorgen kann. Sobald wir da am Netz hängen, kann der Wechselrichter die inneren, also die Verbraucher innen versorgen und lädt uns gleichzeitig die Batterie. Das habt ihr beim Toasten, glaube ich, mal gezeigt, ne? Genau, ja. Dann haben wir da unten drin auch noch angeordnet unsere Hauptsicherungen. Die siehst du da hinten, die zwei Stück. Da gibt es zwei Stück. Einmal die 120 Ampere, die geht nach vorne zu den normalen Batterien vom Fahrzeug selber. Das hat zwei Gründe. Ein paar Sachen müssen wir über die normale Batterie laufen lassen, weil es schaltplantechnisch sonst anders keinen Sinn ergeben hätte. Der Vorteil über diese Schaltung ist aber jetzt, dass wir die Sachen trotzdem über die Hauptbatterien mitversorgen. Und zwar über dieses Trennrelais da vorne. Wenn da noch genug Saft drin ist, dann speist es vorne mit. Sobald da zu wenig Saft drin ist, wird vorne einfach abgekappt und fertig. Das heißt, es bleibt immer genug Restenergie, um den Motor starten zu können. Sollten die vorderen Batterien noch kaputt sein, bietet uns dieses Relais noch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen eine kurze Brücke rein und dann kann ich, wenn die voll sind, die Energie aus denen nutzen, um den Motor zu starten. Also wir sind da wirklich echt safe mit dem Teil. Marco muss man da echt sagen, der hat sich da nicht lumpen lassen. Dann können wir jetzt eines machen, wir haben auch noch einen Hauptschalter. Wir schalten den Hauptschalter ein, drücken die Sicherungen rein beide. Man sieht auch sofort, der Inverter arbeitet schon. Mhm. Das Ding läuft jetzt, ungelogen, seit über 16 Stunden, ohne dass wir es geladen haben. 16 Stunden lang läuft ein Video, also läuft eine Blu-ray da oben drin, wo die Anlage und alles eingeschaltet ist. Also das finde ich schon geil. Und die Kühlbox läuft auch. Und Licht. Man kann sich eigentlich nicht mehr wünschen. Andere Seite vom Bus. Julian und Jan haben sich dem Ganzen dann nochmal angenommen. Die haben jetzt nur noch ein kurzes Stück von diesem flexiblen Schlauch genommen fürs Gas und der Rest ist jetzt aus Metall. Also wenn du da jetzt guckst, da unten rein, da siehst du jetzt auch ein Absperrventil. Ja. Da fängt die Metallleitung an und die geht dann da durch und dann nach oben in die Küche. Also das ist geändert worden. Jetzt gibt es auch die Entlüftung von unten. Man sieht es auch richtig schön. Das ist offen. Sollte es auch da keine Probleme mehr geben. Und es hat ein abgesperrtes Abteil. Jetzt können wir uns in den Bus begeben. Warst du schon mal in dem Bus jetzt seither? Ja, aber nicht so, also da war es nicht so ordentlich hier drin. Da war es nicht so ordentlich? Nee. Das heißt, jetzt ist dein erster Eindruck. Ja. Dein echter erster Eindruck. Ja. Gut, was sagst du? Ist schon sehr krass, also hat sich schon wirklich was getan. Der Fernseher vorne hängt, da hattet ihr euch ja auch noch Gedanken gemacht, wie ihr den hängen haben wollt am Ende. Ja, genau. Habt euch jetzt dafür entschieden, den Spiegel wegzumachen und den Fernseher dahin zu hängen, ne? Genau, den Spiegel kannst du eigentlich eh nicht wirklich benutzen, weil der ja jetzt die Scheibe teilfoliert ist. Mhm. Und das, was du jetzt hinten raus siehst, siehst du auch über die Spiegel. Mhm. Außerdem haben wir eine Rückfahrkamera. Wir haben ja in den Videos versucht, irgendwo einen Querweg zu finden, ohne dass wir irgendwo einen Kabelkanal montieren mussten. Mhm. Geht nicht bei dem Bus. Der hat innen diese Metallstreben, also die geht, zwei Stück gehen so durch und dann hast du immer wieder so Querstreben. Und wie die das gebaut haben, die Qualität von dem Ding ist echt geil gemacht, muss ich echt sagen, haben die das dann einfach ausgeschäumt alles. Das heißt, du kommst nicht durch. Du könntest das nur, sage ich jetzt mal, mit starkem mechanischen Aufwand da durchstoßen, aber vergiss es. Deswegen gibt es da hinten einen kleinen Kabelkanal da oben. Moment. Aber warte, wir können es gleich beleuchten ein bisschen. Die jetzt mit Absicht zwei unterschiedliche Lichtfarben hier drin?
Die sind als LED verkauft worden, mhm. War aber halogen. Ah, okay. Und interessanterweise haben wir, wie wir die bestellt haben, als Gratislieferung zwei LED-Strahler okay. dabei in dieser Farbe. Ich weiß nicht warum in dieser. Und die haben wir dann einfach getauscht. Also da hat Ralf die ausgebaut und wir haben die anderen eingebaut. Dann hatten wir ja da alles offen und raus. Mhm. Wir haben da jede Menge Kabel dazu gelegt. Insgesamt sind wir bei, lass mich nicht lügen, 85 Meter Kabel. Inklusive der Lautsprecherkabel? Ja, nein, ohne Lautsprecherkabel. Oh, okay. Mit Lautsprecherkabel sind wir dann über 100. Okay. Auch schon ein stolzes Gewicht, was da reinkommt. Ja. Das ist auch ja nicht scheppert oder so, haben wir dann oben an den alten Kabelsträngen einfach dazu gefascht, sage ich jetzt mal, an die alten Kabeldinger. Deswegen, dass auch nicht scheppert, weil der Bus bewegt sich, du wirst es beim Fahren merken, sehr stark links, rechts. Mhm. Und wenn dann irgendwas klopft oder scheppert, das geht einem furchtbar auf die Nerven. Deswegen haben wir versucht, dass ja alles irgendwo angebunden, niedergeschraubt oder sonstiges ist. Dann seht ihr jetzt das neue Audiosystem, das wir eingebaut haben. Das ist aber nur für hinten. Bei den anderen Lautsprechern haben wir einfach nur ein Update gemacht. Einfach nur ein paar stärkere Lautsprecher eingebaut. Fernseher sieht man jetzt. Dann haben wir da oben unsere neue Schaltzentrale vom Entertainment-System. Und die Playstation sehe ich. Und die Playstation. Markus Playstation. Da unten sitzt der Verstärker drin, der kleine, den wir noch gekauft haben. Mhm. Für die vier neuen Lautsprecher. Dann haben wir da noch einen Digitalwandler, also von digital auf analog, damit wir den Verstärker betreiben können. Ja. Und eines der wichtigsten Sachen, da unseren Router, der hängt auch. Ah, okay. Den haben wir absichtlich so positioniert. Okay. Der hat sogar eine externe Antenne oben am Dach. Die haben wir noch montiert. Wir haben versucht, die so senkrecht wie möglich zu montieren, damit der Empfang halt einfach gut ist. Mhm. Die komplette Elektrik vom Bus funktioniert jetzt auch wieder. Das heißt, wir haben jetzt auch eine normale Beleuchtung. Das ist diese grüne Farbbeleuchtung. Ja. Das ist die normale Gangbeleuchtung. Ja. Die kann man jetzt von hier einschalten. Und das ist das, was ich gemeint habe, die haben wir nicht getrennt. Die kannst du nur von einer Stelle aus steuern und das wäre die dann. Dazu muss die Zündung an sein. Im Moment versorgen die hinteren Batterien jetzt das, was der Stromverbrauch von denen ist. Ja. Das ist ganz okay so. Jetzt geht es eigentlich nur Entertainment-System vorführen. Kann ich mal Fernseher einschalten? Okay. Aber nicht schlecht, jetzt habt ihr das gleichzeitig auf beiden Monitoren. Ja. Ach was. Also du hast jetzt auf beiden Monitoren, der hat sogar noch den Sound. Ja. Also wenn dir die Stereolage zu viel ist, dann könntest du sogar noch über den Fernseher schauen. Wenn sie einem zu viel ist. Es gibt nie zu viel. Richtig. Verstärker kannst du noch extra einschalten, der ist dann hier. Ich weiß nicht, dürfen wir jetzt irgendwas einspielen? Ah, du kannst dein Handy anschließen? Ja. Ja, dann können wir auch theoretisch Musik probieren. Dann müssen wir nur bestimmte Musik nehmen. Dann kannst du da halt noch die Lautstärke ändern. Perfekt. So, also, Kühlbox läuft auch. Mhm. Die kühlt auch. Geil, muss ich echt sagen. Wir haben es jetzt abgeschaltet gehabt, deswegen schauen die Temperaturen jetzt auch noch so aus. Okay. Aber wir haben jetzt schon 4 Grad und 5 Grad in der Box. Ja. Beide sind auf 0 gestellt. Und wenn du da reingreifst, es ist wirklich echt kühl. Oh ja. Also das die funktioniert gut. Echt gut, die Kühlbox von Makita. Dann da ist noch eine Lade. Mhm. Mit etwaigen und auch Müll. Sehr gut. Wir haben eigentlich jetzt ein voll funktionsfähiges Wohnmobil. Innenausbau hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, hätte ich nicht geglaubt. Wir haben aber so viel Lösungen für so kleine Probleme suchen müssen, dass sich das immer in die Länge gezogen hat. Ich glaube, der Marco hat gestern eben im Werkstatt Alltag gesagt, wir sind jetzt 2 Wochen am Bus dran. 3. Drei? Ja. Das ist die dritte Woche. Das ist die dritte Woche, genau. Ja, dann sind wir jetzt 2 Wochen dran. Okay. Weil einen Donnerstag oder einen Freitag von letzter Woche zähle ich nicht dazu. Okay. Ich habe gesagt, 3 Tage geht schon. Komplett verschätzt, aber wirklich komplett verschätzt. Dafür kann sich das Ergebnis aber echt sehen lassen, finde ich. Das freut mich, Sven, dass du das sagst, weil es sind halt so Kleinigkeiten, die man oft nicht sieht. Alles, was da drin ist, das sieht man ja nicht, was die Verkabelage angeht etc. Freust du dich auf unseren ersten Ausflug mit dem Bus? Der erste Ausflug wird zum TÜV gehen morgen. Stimmt, da war was. Ja, dann werden wir sehen, ob das so, wie wir alles gebaut haben, richtig ist und ob der Wagen technisch im guten Zustand ist. Dann bis zum nächsten Mal.
Genieß